Hast du schon mal teure oder weniger teure Dinge gekauft, weil du dachtest, es sei die richtige Entscheidung und hast dich dann nach kurzer Zeit so richtig über deinen Kauf geärgert und dich gefühlt, als hättest du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Geld zum Fenster rausgeworfen? Heute schauen wir uns fünf Dinge an, für die ich entweder schon mal Geld rausgeworfen habe oder mich gerade noch davor bewahrt habe, damit du aus diesen Dingen lernen kannst und hoffentlich nicht genau diese Fehler machst. Viel Spaß im Video. Falls du neu hier bist, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieursdoktor und MBA und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Erstens, günstige Arbeitsmaterialien. Ich habe mir vor Jahren in meinem Studium einen sehr kostengünstigen Laptop für unter 300 Euro gekauft. Ich habe bei der Ausstattung tief gestapelt, keinen besonders namhaften Hersteller gewählt und einfach zu wenig auf Qualität geachtet. Und ich dachte, günstig tut's auch, für die Uni zum Arbeiten reicht's. Und ein paar Monate lief auch alles gut, aber irgendwann fing das Gerät an, immer langsamer zu werden und immer seltener das zu tun, was ich eigentlich von ihm wollte. Die Tasten gingen zum Beispiel häufig nicht und wenn dann teilweise verzögert, das Gerät ging teilweise einfach aus, wenn es nicht am Strom war und andere Dinge. Und insgesamt machte das Arbeiten einfach keinen Spaß. Und obwohl ich viel Kontakt mit dem Service des Geräteherstellers hatte, der Laptop ein paar Mal hin und her geschickt wurde und ich ein paar Teile ausgetauscht hatte und ich insgesamt viel Aufwand betrieb in der Hoffnung, das Gerät doch wieder vernünftig zum Laufen zu bringen, musste ich nach ein paar Monaten feststellen, dass das Ganze einfach ein Fehlkauf war und ich dieses Geld besser anders investiert hätte. Seit diesem Vorfall kommen bei mir nur noch solide Mit- bis High-End-Geräte zum Einsatz, insbesondere da mein Laptop oder zum Beispiel auch mein Handy Arbeitsmaterialien sind, die für mich einfach problemlos funktionieren müssen. Dazu gehören zum Beispiel auch meine Kopfhörer mit Noise-Canceling-Funktion und andere Dinge. Und seitdem ich bei solchen Dingen keine Kompromisse mehr mache, habe ich ein paar große Sorgen weniger, da ich mich kaum mehr um meine Geräte kümmern muss. Zweitens, schlechte Büroausstattung. Ein weiterer Bereich, wo es sich lohnt, etwas mehr Geld auszugeben, ist Büroausstattung. Früher hatte ich immer relativ günstige Bürostühle und wenn ich mal gar nichts anderes zur Hand hatte, habe ich halt den Küchenstuhl verwendet. Und das ging so lange gut, solange ich nicht ewig am Schreibtisch war. Irgendwann kam dann aber Corona und ich habe durch Homeoffice viel mehr Zeit am Schreibtisch zu Hause verbracht und nach kurzer Zeit Rücken- und Nackenschmerzen bekommen. Warum? Klar, ich hatte einen Bürostuhl, der nicht fürs lange Sitzen geeignet war, weswegen ich mit der Zeit immer verspannter und auch müder wurde. Was natürlich auf der einen Seite meine Produktivität einschränkte, aber auch meine Unbeschwertheit in der Freizeit. Und ich habe mich dann auf die Suche nach einem Stuhl gemacht, der einerseits elegant aussieht, also zum Beispiel kein Gamingstuhl ist, ist halt einfach nicht meins, und gleichzeitig bequem und gesund ist, um meine Rückenproblematik in den Griff zu kriegen und auch nicht zu teuer ist. Und ich bin in Testberichten immer wieder auf Ergotopia gestoßen, die zum Beispiel im neuesten Bürostuhltest von Chip wieder die Testsieger stellen. Und weil ich bei dieser Firma ein gutes Gefühl hatte, habe ich mir den Ergotopia Bestseller, den Nextbag, einfach mal bestellt, obwohl er eigentlich ein wenig über meinem Budget lag. Und was kann ich sagen? Die Investition hat sich für mich mehr als gelohnt, denn der Nextbag ist ein außergewöhnlich toller Stuhl, der sich durch die eingebaute Lordosenstütze, die Synchronmechanik und die super bequemen Arm- und Nackenstützen wirklich sehr angenehm anfühlt. Und das Wichtigste, kein Ermüden mehr durch langsam einschleichende Rücken- oder Nackenschmerzen, selbst nach 8, 9, 10 Stunden Arbeiten, wodurch ich einerseits während der Arbeitszeit mehr schaffe und auch nach Feierabend noch mehr Energie übrig habe. Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen und weil ich schon über 3 Jahre so begeistert von meinem Stuhl bin, freut es mich umso mehr, dass Ergotopia bereit war, das heutige Video zu sponsoren. Und falls du jetzt interessiert bist, konnte ich mit Ergotopia einen 5% Rabatt für meine Zuschauer aushandeln, den du kriegst, wenn du über meinen Link unten in der Videobeschreibung bestellst und meinen Code verwendest. Drittens, hohe Fondskosten. Ein Aktienfonds ist ja erstmal vom Prinzip her etwas Tolles, denn dieser bündelt mehrere Aktien in eine Anlage, das heißt, man ist dann nicht mehr von nur einem Unternehmen abhängig, sondern das Risiko ist über mehrere 10, 20, 30 oder vielleicht sogar mehrere 100 oder 1000 Unternehmen gestreut. Und diesen Effekt nennt man Diversifikation und ist ein Grund, warum Aktienfonds eine tolle Erfindung sind. Das Problem ist, dass viele Fonds, vor allem aktiv gemanagte, die oft von Finanz- und Bankberatern empfohlen werden, sehr teuer werden können. Und ich spreche dann nicht von teuer im Sinne von mal ein paar hundert Euro, sondern es kann hier wirklich um mehrere 10.000 Euro oder noch mehr gehen. Viele aktiv gemanagte Fonds haben zum Beispiel laufende Kosten von 1-2% pro Jahr, was erstmal nicht viel klingt. Aber lass mich dir ein Rechenbeispiel geben. Sagen wir, du startest mit 0 Euro und investierst 500 Euro pro Monat in einen Fonds. Dann würdest du bei angenommenen 7% Rendite pro Jahr nach 25 Jahren bei einem Depotwert von über 391.000 Euro rauskommen,
wenn wir die Kosten erstmal vernachlässigen. Wenn wir allerdings 1% laufende Gebühren pro Jahr in die Rechnung einbeziehen, wäre das Endergebnis nur knapp 338.000 Euro, also über 50.000 Euro weniger. Nur aufgrund der laufenden Kosten, die irgendjemand anders bekommt. Die 1% pro Jahr reduzieren deine Endsumme also effektiv um über 13%. Bei 2% Gebühren wären es sogar fast 100.000 Euro weniger und eine effektive Reduzierung der Endsumme um knapp 25%, was wirklich krass ist. Und 1-2% oder vielleicht sogar etwas mehr sind durchaus nichts Ungewöhnliches für solche Fonds. Und das sind nur die laufenden Kosten und bei derartigen Finanzprodukten kommen oft noch andere Kosten hinzu. Wohingegen bei ETFs, von denen ich ein großer Fan bin, diese zusätzlichen Kosten meistens vollkommen entfallen oder sehr, sehr niedrig sind. Falls du nicht weißt, was ein ETF ist, blende ich dir oben in der Ecke nochmal ein detailliertes Video zum Thema ein. Aber sei dir einfach bewusst, bei guten ETFs sind die laufenden Gebühren im Bereich von wenigen 0,1%, also um eine ganze Zehnerpotenz weniger, und bieten keine Renditeneinbußen. Ganz im Gegenteil, ETFs sind gegen aktiv gemanagte Fonds in den allermeisten Fällen langfristig sogar im Vorteil, was viele Studien immer wieder belegen. Viertens, Brotbackautomat. Der Brotbackautomat ist hier exemplarisch für eine ganz eigene Kategorie von Gebrauchsgegenständen, zu der auch andere Dinge gehören, wie zum Beispiel die Pastamaschine, der Rasenkantenschneider, die Brotschneidemaschine, das Laufband für zu Hause und weitere Dinge. Das Problem sind nicht die Dinge an sich, denn wenn du eins dieser Geräte regelmäßig verwendest, ist das natürlich vollkommen okay. Gerade ein Laufband oder ein anderes Fitnessgerät für zu Hause kann dir im Vergleich zum Fitnessstudio massiv Geld sparen, wenn das einfach deine Art ist, Sport zu machen. Aber meistens werden solche Dinge aus einer Laune herausgekauft und dann ein, zwei, dreimal verwendet und danach vergammeln sie im Schrank oder nehmen ganz offen Platz weg. Wie gesagt, wenn du den Brotbackautomat oder eines der zuvor genannten Dinge regelmäßig verwendest, ist alles gut. Aber wenn du ihn nur ein paar Mal verwendest, sagen wir, um zum Beispiel dreimal Brot zu backen, hast du vielleicht dreimal Brot für 30 bis 40 Euro das Stück. Oder ein Pastagericht für 120 Euro. Oder auch eine sehr teure Jogging-Session für vielleicht 700 Euro. Und zusätzlich ein Teil mehr im Haushalt, das Platz wegnimmt. Und viele Menschen sind da sehr anfällig dafür. Bitte sei du es nicht, sondern hinterfrage erstmal eine Zeit lang, wie oft du dein Objekt der Begierde realistisch betrachtet voraussichtlich wirklich verwenden wirst. Fünftens, überteuerte Online-Kurse. Wenn du wie ich bist, dann hast du vielleicht auch einen Drang, dich ständig weiterzuentwickeln, dir Online-Kurse zu verschiedenen Themen reinzuziehen, Bücher zu lesen und so weiter. Ganz egal, ob für private Hobbys oder zu professionellen Zwecken. Ich für meinen Teil habe locker mehrere 10.000 Euro aus eigener Tasche ausgegeben, um bestimmte Dinge zu lernen und mich weiterzubilden. In den allermeisten Fällen hat es sich auch gelohnt und ich bin generell ein großer Befürworter von Dingen wie Online-Kursen, weil man einfach sehr bequem Dinge von zu Hause lernen kann. Aber aus meiner Erfahrung muss man hier ganz stark aufpassen, vor allem bei Online-Kursen, denn diese werden immer zahlreicher, das Marketing immer ausgefeilter und die Versprechungen immer größer. Zuletzt habe ich zum Beispiel einen Online-Kurs gesehen, der mich direkt angesprochen hat und ich dachte, gut, der Preis ist zwar hoch, aber wenn der Kurs das hält, was er verspricht, dann ist es den Preis auf jeden Fall wert. Das Problem bei solchen Dingen ist aber immer eben, A, ob der Kurs auch wirklich das hält, was er verspricht und B, ob du das Gelernte in deiner ganz persönlichen Situation und mit deiner ganz eigenen Persönlichkeit auch wirklich anwenden kannst. Es bringt dir zum Beispiel nichts, wenn der Kurs rein objektiv betrachtet super gut ist, er dich aber massiv unter- oder überfordert, weil du einfach schon 10 Schritte weiter bist oder im Gegensatz dazu noch weit davon entfernt bist von der Situation, wo der Kursdozent dich abholen will. Ein anderes Problem ist, wenn der Kurs dir Dinge verspricht, aber dabei viel zu wenig in die Details geht, die du eigentlich wirklich für die Umsetzung bräuchtest. Oder wenn du mit dem Erklärstil des Dozenten einfach nicht klarkommst oder wenn der Kurs schon leicht veraltet ist und einfach nicht mehr zeitgemäß. All das weißt du vorher nicht, wenn du den konkreten Kurs nicht kennst und auch keine anderen Inhalte des Kursanbieters. Was habe ich also gemacht? Um ein besseres Gefühl zu bekommen, habe ich mir YouTube-Videos vom Kursanbieter reingezogen und gemerkt, dass er tatsächlich eher wenig in die Details geht. Was nicht unbedingt was heißen muss, denn vielleicht kommen diese konkreten Details ja dann im Kurs. Deswegen habe ich mir einen sehr günstigen Einsteigerkurs vom jeweiligen Dozenten gekauft und geschaut, ob er die Versprechungen in diesem Kurs hält. Und hier habe ich dann gemerkt, dass er auch hier leider nicht so in die Details ging, wie ich es mir gewünscht hätte und mir der Kurs auch insgesamt nicht gut zusammengestellt vorkam. Schlussendlich habe ich mir den Kurs dann nicht gekauft und das war gut so, denn 2000 Euro ohne Widerrufsrecht in diesem Fall auszugeben und erst dann zu merken, dass ich eigentlich viel mehr Details und eine andere Erklärweise gebraucht hätte,
hätte mich sicherlich nicht positiv gestimmt. Schreib mir doch in die Kommentare, was du so für Erfahrungen mit ähnlichen Dingen gemacht hast und für welche Dinge du so dein Geld schon rausgeworfen hast. Und falls du wissen willst, ob mehr sparen oder mehr verdienen die bessere Strategie für deine Finanzen ist, kann ich dir dieses Video hier empfehlen, indem ich dir meine Gedanken zu diesem Thema mitteile. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.